Was geht ab, Freunde der Sonne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Frankfurt. Frankfurt hat einen neuen Dönerladen namens Kebabji. Soll aus Fersenfleisch bestehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt. Es hört sich zwar ein bisschen schräg an, aber es ist nicht so schräg. Ist mit das dabei kein Fleisch von der Ferse? Doch, Bruder. Fersenfleisch. Mit dabei, wie ihr schon gehört habt, Berber Eats. Assalamu alaikum, meine lieben Freunde. Ich bin wieder zurück auf diesem Kanal. Hast du Hunger? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja. Ich bin gespannt. Soll von vielen sehr hoch gelobt werden. Vielleicht wird es der neue beste Döner in Frankfurt. Da würde ich sagen, vergiss erstmal nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr den Döner sehen wollt. Bismillah und let's go. So, Berber Eats hat hier auf jeden Fall einen Friseurkollegen kennengelernt gehabt. Und wir sagen ihm erstmal Hallo. Ich empfehle euch Home of Man für einen saftigen Trash, für einen Haarschnitt. So, hier sind wir, Kebabji Frankfurt. Wie ihr sehen könnt, Döner neu entdecken. So, erstmal ganz kurz erklärt. Ihr wählt euch euer Brot aus, Weizen, Vollkorn, Wrap, Beef oder Chickenfleisch. Step 3 sind dann die Soßen. Samurai, Cocktail, Knoblauch, Cheese, Avocado oder Mango. Ich empfehle Samurai, Knoblauch. Dann Step 4, Topping auswählen. 20 unwiderstehliche Toppings steht hier. Wir werden gleich sehen, was sie alles haben. Bruder, ich hab richtig Hunger. Vor allem, das habe ich schon mal mit meinem Kollegen gegessen hier. Ja. Bombe. Hoffentlich wird es dir auch gefallen. Wenn du schon mal gegessen hast, was sagst du in Frankfurt? Bruder, Döner ist nicht so mein Ding. Manchmal kann man essen, also Standarddöner feier ich gar nicht. Das ist definitiv kein Standarddöner, also das findet ihr nicht überall. Ich würde sagen, so diese Beef-Döner, beste Bombe. Aber wenn man so mit anderen Döner vergleicht, definitiv besser. So, das ist der Laden auf jeden Fall. Kebabji. Das sind die zwei Spieße. Wir haben hier einmal Beef und einmal Chicken. Hier ist die Theke. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viele einzelne verschiedene Sachen. Wir haben Bohnen, wir haben Mais, wir haben verschiedene Soßen. Unter anderem auch Grillgemüse, Cranberries, Jalapenos. Also wirklich, ihr habt hier sehr, sehr viel Auswahl. Die machen nicht nur Döner, die machen auch Bowls. Also Döner neu entdecken, stand oben auf der Tafel und hier seht ihr auch warum. Also sehr, sehr spezielle Sachen. Wir haben auch Veganer was, Falafeldöner. Also militante Veganerin. Hier gibt es auch vegane Soßen. Hier gibt es veganes Essen. Komm vorbei und check den Döner, den veganen Döner bei Kebabji ab. Was sagt ihr? Bruder, nur die Soße ist vegan, nicht der Döner, Bruder. Falafeldöner gibt es doch auch. Okay, tamam. Also es ist ein kleiner Laden, aber ich finde, sehr schön eingerichtet. Ja, sehr schön eingerichtet, oder? Was sagst du? Der Gerät ist auf jeden Fall auch am Start und schneidet das Fleisch weiß. Aber du musst ja gar nicht mehr arbeiten, wenn der Gerät da ist. Denn ist ja einfach für dich, ja? Abi, senin işin alıyorum diyorum. Senin için kolay oldu bu iş, ha? Bu ikinci adam benim. Ja, dann kannst du auch direkt bestellen. Okay? Salat, Gurken, Karotten, Oliven mag ich. Da muss man gar nicht anrufen, direkt per Handy, fertig. Genau. Das ist genau was für dich. Genau was für mich, Digga. Sehr smart. Du rufst kurz an, ey, mach mit dem Döner fertig, komm so bei, nimmst du mit und fetzt dich. Was gibt's Schöneres, Digga? Von Abdurrahim Abi, der Fersenfleischdöner bei Kebabji. Die Energie ist angekommen, Abi. Wow, mashallah. Also Digga, jeder guckt. Wir haben hier den OG, Bruder. Ganz entspannt, Tomate, Zwiebel, Boss, Beeffleisch, Samurai-Soße, Knoblauchsoße, Bismillah, let's go. Das nicht mal ein Biss. Boah, der ist auch sehr scharf, Digga. Sein Schaf hat's in sich. So Leute, bevor es im Video weitergeht, habe ich hier kurz von After Iftar einen Ramadan-Kalender. Ihr wisst, in wenigen Wochen beginnt der Fastenmonat Ramadan. Und was gibt es Besseres als so ein Ramadan-Kalender für Jung und Alt? Und das Coole bei dem Ramadan-Kalender ist, ihr könnt hier wirklich individuell eure Sachen hier reinlegen. Also ob es Schokolade ist, ob es Geld ist oder was auch immer, ihr könnt entscheiden. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Geschenk für den Ramadan. Checkt auf jeden Fall After Iftar auf Instagram ab und dann würde ich sagen, viel Spaß im Video. So Freunde, Kebabji, Fersenfleischdöner. Ich blende es hier unten ein, was es mit dem Fersenfleisch auf sich hat. Ist 100% Beef, also Steakfleisch.
und den Döner neu entdecken. Ich bin nicht der größte Fan von so Special-Döner-Arten. Der Döner soll einfach schmecken, soll passen. Deswegen habe ich auch nicht viel neue Sachen da reingemacht. Ganz normal, Salat, Feldsalat, bisschen Rucola, ist halt ein bisschen Zitrone und Schafskäse. Und hier ist ein bisschen anders als bei den Standard-Döner, dass sie die Soßen draufspielen wie in Berlin. Ja, okay? Mann. So, wir sind gespannt. Ist das der neue beste Döner Frankfurts? Bismillah und let's go. So sieht original Fersenfleisch aus. Hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Geschmack. Sehr würzig. Also haben die richtig gut gewürzt. Ich beiß nochmal rein. Hier, ach mal, guck. Mach rein. Der schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Die Zitrone. Ich liebe es, wenn man auf den Döner nochmal Zitrone drauf macht. Diese Säure nochmal ein bisschen mitnimmt. In Kombination mit dem Fett vom Fleisch. Und die Soßen. Das Geile ist, die Soßen sammeln sich hier unten. Dieser Part ist am besten bei diesem Döner. Aber ich kann schon mal sagen, der Döner ist sehr gut. Brudi, ich will auch noch mal richtig in den Soßenpart rein hier. Ich bin der maximale Soßenboss hier. Lass mich in Ruhe essen. Also ich sag euch mal, der Döner, der Steak-Döner mit Beef kostet 9,50 Euro. Ihr könnt so viel Toppings drauf machen, wie ihr wollt. Für den Preis, sage ich ganz ehrlich, Steakfleisch ist sowieso günstig, also ist teurer als, sagen wir, normales Kalbfleisch oder Hähnchenfleisch. Und dass sie so einen Döner bekommt, der ist voll, der wiegt auch was, der sättigt und schmeckt. Also Preis-Leistung ist auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Ach mal, willst du mal reinbeißen? Ich kann mal reinbeißen, ja, Mann. Auf geht's. Bismillah. Ich finde es immer sehr lustig, wie Ahmad beißt, Bruder. Aber er hat sich schon sehr gebessert. Er ist der Süße, Digga. Oder guck mal hier, diese Juice. Guck mal hier. Die haben so viele verschiedene Toppings, so viele verschiedene Soßen. Jedes Mal kann der Döner anders schmecken. Komm vorbei hier und in Rüsselsheim. Beide sind geil. Wisst ihr eigentlich, für was das Chi steht bei Kebab-Chi? Das ist die Energie, ist auf Japanisch. Chinesisch. Chinesisch? Japanisch, oder? Nee. Chi ist Chinesisch, steht für Energie. Und bei diesem Kebab solltet ihr die Energie spüren. Das ist das Ziel. Energie spüren. Was machst du? Oder die Energie. Die Energie ist auf jeden Fall angekommen. Also, der Inhaber ist gerade nicht da, Hüseyin Abi. Wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus, Hüseyin Abi. Sehr, sehr leckerer und saftiger Döner. Lecker, schmecker. Abdurrahman Abi. Efendim. Dankeschön für den Döner. Viel Spaß noch. Mach's gut, tschüss. Ja, Freunde, das war Kebab-Chi in Frankfurt. Ein sehr, sehr leckerer Döner, ein saftiger Döner. Fersenfleisch, Chickenfleisch, die haben einen Dönerbowl, die haben sehr viele Toppings, verschiedene Soßen, die schmieren die Soßen aufs Brot. Auf jeden Fall, um das Ganze zusammenzufassen, war das ein sehr, sehr leckerer Döner. Ob das der beste Döner in Frankfurt ist, kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht alle probiert habe. Aber er ist auf jeden Fall bei meiner Top 3 dabei. Wenn ich bewerten würde, geht es auf jeden Fall in Richtung 8,5 bis 9 von 10. Danke an Kebab-Chi, danke an Hüseyin Abi und an Abdurrahman Abi, an den korrekten Dönermann. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus Frankfurt. Danke fürs Einschalten, abonniert die Kanäle, checkt alles ab. Bis zum nächsten Mal, euer Tornai, Berber Eats und Ahmad. Salamu alaikum und ciao, ciao.